select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. So, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel unseres SVS gegen FCA Waldorf 2. Bei mir ist zu meiner Rechten Andreas Kocher, der Trainer der U23 FCA Waldorf. Zunächst herzlichen Glückwunsch, Andreas, zum hochverdienten Sieg hier in Spielberg. Ein wichtiger Sieg, der zweite Auswärtssieg innerhalb von 4 Tagen und das zu null. Das gibt doch Hoffnung. Ja, erstmal danke für die Glückwünsche. Ich denke, wenn man so wie wir 5,5 Monate kein Spiel gewinnt und jetzt innerhalb von 4 Tagen zweimal gewinnt, macht es Hoffnung für den Abstiegskampf. Ich glaube auch die Art und Weise, wie die Mannschaft aufgetreten ist, denke ich, haben wir gute Chancen, jetzt doch die Klasse zu halten. Ich glaube, erste Halbzeit, Spielanteile ging mit Sicherheit an Spielberg. Wir wollten etwas tiefer stehen, wollten dann eben versuchen, bei Ballgewinn mit unseren schnellen Spielern ins Umschaltspiel zu kommen. Dann hat uns eben Spielberg ein Angebot gemacht mit einem Fehler, den haben wir ausgenutzt zum 1:0. Hatten dann ein, zwei brenzlige Situationen zu überstehen, wo auch der Ausgleich hätte fallen können. Hatten da mit Sicherheit auch mal das nötige Quäntchen Glück auf unserer Seite. Aber ich denke, dann zweite Halbzeit musst du eigentlich das Spiel in den ersten 10 Minuten nach der Halbzeit entscheiden. Da hast du 3, 4 richtig gut rausgespielte Konter, wo du das zweite Tor nicht machst. Dann machst du das zweite, dann kommt der Elfmeter, wo das Spiel vielleicht hätte noch mal kippen können. Aber dann machst du das dritte und ich denke, aufgrund von der zweiten Halbzeit war der Sieg auch nicht unverdient. Und ich denke, dass der Auftritt, wie die Mannschaft gefeitet hat, wie sie gekämpft hat, wie sie dann zweite Halbzeit auch zum Teil Fußball gespielt hat, dass es, wie gesagt, aufgrund der zweiten Halbzeit dann auch unverdienter Sieg war. Dankeschön. Tobias, es war heute sicherlich ein Leistungseinbruch. Wie ist der zu erklären gewesen in der ersten Halbzeit oder überhaupt? War zu wenig Tempo, zu wenig Bewegung, zu wenig Laufbereitschaft. Gut, es kommt dann dazu, dass, wie der Kollege gesagt hat, ein Elfmeter noch verschossen wird, hätte vielleicht noch gekippt, aber 0-3 ist ein klares Ding. Ja, zunächst mal von meiner Seite Glückwunsch an Waldorf zum Auswärtssieg hier. Ich habe uns eigentlich in der ersten Halbzeit überhaupt nicht schlecht gesehen. Es ist auch so, dass man nicht sofort alles riskieren kann. Der Gegner hat sehr, sehr defensiv gespielt. Wir machen dann einen brutalen Fehler zum 0-1. Und in der zweiten Halbzeit war es dann schon so, dass man ja, mit den Konter-Situationen von Waldorf mit dem Umschaltspiel definitiv brutale Probleme hatte, eigentlich von Anfang an in der zweiten Halbzeit. Gebe ich dem James recht, müsste es ja eigentlich schon früher eins machen. Alles in allem glaube ich, dass uns, unsere Spieler heute, all das gefehlt hat, was er eben auf ihrer Seite hervorgehoben hat, weshalb sie hier als Sieger vom Platz gegangen sind. Du hast ja versucht, nochmal mit einem Dreifachwechsel einen Umschwung zu stellen, aber es hat ja auch nicht viel mehr genützt am heutigen Tag. Ja, wir wollten natürlich die Offensive steigern, dass da ein gewisses Risiko dabei ist. Dann ist klar, wenn Sie sagen, dass das dann uns nicht besser gemacht hat, ist ja immer die Ansicht von außen. Das ist ja klar, das überlässt man auch jedem Zuschauer. Aber gleich ja aus, wie lege ich hier zu Hause immer Spiel 0-1 zurück, wo es für uns um wahnsinnig viel geht und dass man dann auch frische Leute bringen müsse, dass man das Spiel beleben müsse, ist ja klar, das ist ja unumstritten. Es hat keine Früchte getragen, das habe ich auch gesehen. Tobias, es geht ja schon am kommenden Mittwoch weiter. Man sagt ja eben so schön, immer die Hoffnung stirbt zuletzt, aber was gibt dir Mut und Optimismus für den kommenden Mittwoch gegen Göppingen? Ja, Mut und Optimismus gibt mir definitiv mal, dass man einfach bei den Toren nicht irgendwie zerlegt wurde oder sonst was, sondern man muss sich ja mal das vor Auge führen, wie das 0-1 und 0-3 fällt. Also das waren einfach tatsächlich nicht irgendwelche Tore, die aus einem taktischen Verhalten oder sonst was entstehen, sondern es waren kapitale Fehler. So, und ich bin schon der Meinung, dass auch ein Spiel kommen wird, wo man keine kapitalen Fehler auf individuelle Art und Weise machen. Andreas, Ihre Mannschaft, Sie haben 3 Spiele mehr als der SV Spielberg. Sie blicken auch nach vorne. Wie sieht Ihre Zukunft aus jetzt hier in den letzten Wochen?
Kampf gegen den Abstieg? Ja gut, ich denke, dass dieses Jahr eben dieser drittletzte Platz, dass der wahrscheinlich reichen wird, um die Klasse zu halten. Und ganz klar, jetzt nach den Ergebnissen heute sind wir jetzt 3 Punkte vor Sandhausen. Das war unser Ziel. Das ist der Platz, auf den wir schauen. Wir haben jetzt ein Heimspiel am Samstag zu Hause gegen Backnang. Und dann fahren wir freitagsabends zum direkten Duell nach Sandhausen. Ich denke, wir haben es jetzt in der eigenen Hand. Und ich sage jetzt mal, zumindest von Sandhausen abzusetzen. Und das ist eben jetzt die nächsten 2 Wochen das große Ziel. Weil, wie gesagt, jetzt auch nach dem Ergebnis heute, wir haben gewusst, sollten wir hier heute in Dreier holen, dann, auch wenn wir 3 Spiele mehr haben, holen wir Spielberg an uns ran. Wie gesagt, auch wenn die 3 Spiele müssen erstmal gespielt werden, dann wird man sehen, wie dann der Wasserstand ist. Aber Ziel ist, der drittletzte Platz in Sandhausen hinter uns zu lassen. Vielen Dank, Andreas Kocher. Viel Erfolg auf dem Weg dorthin im Kampf gegen den Abstieg. Tobias, ich bedanke mich besonders bei dir. Es war sicherlich nicht einfach, nach so einem Spiel hierher in die Pressekonferenz zu kommen. Dennoch, es geht nur so weiter, indem man den Kopf hochnimmt und guckt, dass man am Mittwoch bessere Leistungen bringt und erfolgreicher spielt als heute. Vielen Dank und das war die Pressekonferenz. Tschüss. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.